Willkommen zurück zum Playthrough von Undercover Missions Kurs K141. Ich bin der Videospieler und zuletzt versuchen wir jetzt die Fingerabdrücke von diesem Gasbehälter zu erhalten. Wir wollen rausfinden, wer Osip Gerasimov getötet hat und wer hinter dem ganzen Diebstählen steckt. Die Fingerabdrücke will sie noch nicht nehmen. Irgendwas passt noch nicht. Wahrscheinlich muss sie einen Pinsel. Entschuldigung, ich habe gerade gehustet. Irgendwie einen Pinsel brauche ich. Das ist eine alte Platine des Waffensystems der Kursk. Also ich kann hier. Das ist auch ein Fingerabdruck drauf. Kann ich ja. Hier gibt es einen guten Fingerabdruck. Das Wundpulver ist jetzt auf dem Fingerabdruck. Und jetzt würde ich eigentlich mit dem Klebeband den abnehmen. Aber irgendwas muss ich noch anderes machen. Ich habe keine Ahnung. Viel Raum zu... Naja. Oh. Moment. Ich sehe da gerade was. Ach, jetzt plötzlich... Ist hier nochmal ein Hotspot? Der war doch gerade nicht da. Verdammt, jetzt klebt das an meinen Fingern fest. Okay, habe ich da jetzt einen Fingerabdruck drauf? Von mir? Einfach mal zum Vergleich. Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Okay, wird ja sein. Skalpell. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. So, Autsch. Mal schnell mit dem Skalpell ein paar Haare abschneiden. Schade um die Haare. Das war jetzt... Haare? Pinsel? Pinselhaare? Und schon haben wir einen einigermaßen brauchbaren Pinsel. Ein Pinsel? Ja, hervorragend. Dann... Das wird ein sehr guter Fingerabdruck. Ein sehr guter Fingerabdruck? Ja, herrlich. Und jetzt? Jetzt muss ich das Klebeband mit dem Fingerabdruck nur mehr abziehen. Also? Nein. Wie zieh ich? Ein durchsichtiges... Das ist eine alte... So, was mache ich? Jetzt habe ich da einen Fingerabdruck drauf. Meine Tarnidentität. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein. Nein, das macht... Ich glaube nicht, dass das... Mal rum. So, ein Schnitt und schon habe ich das Cover des Ausweises abgetrennt. Das Cover ist mehrlagig. Wenn ich das geschickt auftrenne, bekomme ich eine große Fläche für viele Fingerabdrücke. Aha, also da kann ich Fingerabdrücke drauf... Nein. Warum nicht? Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also habe ich jetzt den Fingerabdruck, oder? Nein. Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke. Also der ist da drauf. Ein Durchsicht. Nein, das macht keinen Sinn. Ich sollte die Platine sonst unterstellt mit... Also, ganz verstehe ich es noch nicht. Also, jetzt nehme ich hier mal den Fingerabdruck. Wundpulver habe ich eigentlich schon drauf gemacht. Das Wundpulver liegt jetzt... Ja, das sieht gut aus. Die Fingerabdrücke sind jetzt... Okay, und jetzt... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ein durchsichtiger... nein. Ich verstehe das Spiel nicht. Was mache ich jetzt?
Nein, das macht keinen Sinn. Ein durchsichtiges... Ja, mit dem Fingerabdruck drauf, habe ich gedacht. Die Klebestreifen haften jetzt auf dem dunklen Untergrund. Ich benötige Fingerabdrücke von einigen Leuten hier an Bord. Ach, einfach. Auf der Gasflasche waren einige Fingerabdrücke. Okay. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Hier. Das ist eine alte Platine des Wa- Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist eine alte Platine. Das ist eine alte. Ja, und sind da jetzt die. Ein durchsichtig. Nein. Was mache ich jetzt mit. Wie kriege ich jetzt den Fingerabdruck? Der da drauf ist? Nein, das macht keinen Sinn. Ja, hier gibt es einen. Ah, jetzt ist er wieder da. Okay. Das wird ein sehr guter Fingerabdruck. Jetzt muss ich das Klebeband mit. Ach so geht das. Okay. Also jetzt habe ich ein OSIP. Fingerabdruck. Okay. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein. Nicht vergleichen. Okay. Oh, die hier ist jetzt offen. Von ihm will ich einen Waffen. Von ihm will ich einen Fingerabdruck haben. Leonid Gorabelnikov ist immer noch in seinem Zimmer. Leonid Gorabelnikov ist in seinem Quartier. Ich kann ihn hören. Und er? Ist er da? Die Tür ist versperrt. Oh. Die Tür des ersten Offiziers. Seit wann machst du die Tür zu? Ob ich Leonid damit aus seiner Kajüte locken kann? Aha. Einen Versuch ist es wert. Nein. Mir ist gerade nicht nach einem... Erst spielt sie. So, wo ist denn... Ich sollte mich zuerst wohl ver... Ein Spind. Vielleicht doch hier. Das greife ich... Hier stehen. Ich sollte mich zuerst wohl verstecken. Wo kann ich mich denn hier verstecken? Hinter diesem Schott kann ich mich verstecken. Ist hier irgendwas Spannendes? Nein, das macht keinen Sinn. Ich muss zuerst dafür sorgen, dass die Tür auch offen bleibt, wenn Leonid Gorabelnikov seinen Raum verlassen hat. Okay, wie mache ich das? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Klebeband? Das funktioniert nicht, solange ich hier versteckt bin. Ah, okay, dann komme ich halt wieder raus. Und was jetzt? Gar nicht so einfach, aber mit etwas Geduld? Hoffen wir, dass das Klebeband das Schloss lange genug offen hält. Hinter diesem Schott kann ich mich Also, nochmal. Also, animationstechnisch ist da arg gespart worden. Sie foltern meine Ohren! Ach, Golov schon wieder. Oh
Ein bisschen nach. Roloff, hören Sie sofort auf! Hey. Roloff, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, kein Betreter vor meiner Tür. Noch einen Ton und ich. Arme Roloff. Arme Golov. Armer Golov. Aber Hauptsache, es hat... Hauptsache, es hat funktioniert. Ja, komm raus. Und was jetzt? Na, rein da. Na, endlich. Einfach nur Brot, Butter und ein Buttermesser. Ein kleines Buttermesser. Hat's da Fingerabdrücke drauf? Wahrscheinlich, ja? Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Okay. Wo dann? Dieses Bild zeigt ein... Ein... Ich kann hier keine guten... Kleiderbügel vielleicht? Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Korabelnikow wird sich wohl... So zerknittert wie sein... Mir liegt noch der Borst aus der Haft. Tut mir leid. Mal sehen. Oh, Notizen. Zerrissene Notiz. Okay. Yes. Es gibt... weit wesentlich komplizierte, weniger komplizierte Methoden, um sowas umzusetzen. Mein Gott. Okay, das gehört irgendwie zusammen. Das ist auch schon richtig. Diese seltsame Steuerung. Das macht einen doch irgendwie wahnsinnig. Das kann ich noch. Passt das eigentlich schon zusammen? Ja. Links gedreht. Verdammt, was soll das? Die ersten beiden Namen sind durchgestrichen und an dritter Stelle kommt schon mein Name. Hm. Ein Safe. Sieh an. Vielleicht kann man hier Fingerabdrücke. Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Schade. Ein Safe. Sieh an. Vielleicht am Schrank? Ich kann hier keine guten... Die typische Schublade. Ich kann hier keine... Ich kann hier keine... Ich kann hier keine... Ich kann hier keine guten... Ich kann hier keine... Ja, das ist ich kann hier keine guten... Ich sollte hier nicht noch ewig rum, aber... Das Lüftungssystem versorgt das... Da ist etwas... Hinter mit dem bloßen Gitter. Händen kann ich das... Niet. Falsche Schrauben. Falsche Schrauben? Versuch es mit der... Nein. Mit der Zange? Nein, das macht keinen Sinn. Schade. Skalpell? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Sonst habe ich eigentlich keinen... Vielleicht ein Buttermesser?
Mit diesem dünnen, zarten Messerchen wird's nicht gehen. Mit dem Kleiderbügel kann ich das Gitter nicht entfernen. Tja. So. Du wirst mir jetzt sagen, da ist nirgends ein Fingerabdruck unbrauchbar. Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Ach komm. Auf dem Buttermesser. Ich kann hier keine guten. Vielleicht auf der Notiz. Irgendwo müssen doch Fingerabdrücke drauf sein. Vernünftige. Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Was übersehen, um Sparschwein und keine, um Stuhl, um Teller nicht, Bett nicht, Bücher, sag mal, das gibt's doch nicht. Ach komm, wildes Sparschwein. Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Auf dem Safe nicht, also. Ein Safe? Ich kann hier keine... Versperrt. Natürlich. Ehrlich gesagt bin ich jetzt etwas ratlos. Ich hätte jetzt wirklich gedacht... hier habe ich irgendwo Fingerabdrücke. Brot und Butter. Mir liegt noch der Borscht aus der Hafenkantine im Magen. Schauen wir mal. Ein Spaß. So. Komm schon. Komm schon. Und? Bitteschön. Eine Münze. Eine Münze? Vielleicht ist da ein Fingerabdruck drauf. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass der Fingerabdruck von... Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Aber vielleicht kann ich mit der Münze... Die Münze passt in die Schraubenschlitze. So kann ich das Gitter entfernen. Da ist ja eine kleine Schachtel hinter dem Gitter. Meine Arme sind zu kurz. Mist. Jedenfalls, um an die Schachtel... So. Kleiderbügel? Ich komme mit dem Kleiderbügel nicht hinter die Schachtel. Nein. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Dann lass uns mal fischen gehen. Na, also, ach Gott, okay. Ah ja, jetzt kann ich meinen Haken hinter die Schachtel werfen. Das ist eine kleine Stabilität. Was zum Teufel haben wir denn hier? Ein Mann, der in seinem Quartier ein Militärtelefon versteckt hat. Wenn der ein gewöhnlicher Waffenoffizier ist, bin ich die wunderschöne Vasilissa. Okay, weiter geht's. Das Militärtelefon, wo habe ich das jetzt? Hier. Und? Das ist ein Nachtsichtgerät. Und ein Nachtsichtgerät? Eine GSH-18, halbautomatisch. 18 Patronenmagazin. Kleiner. Oh, oh. Da ist ja nicht nur... Also. Ich kann hier keine guten Finger... Keine guten Fingerabdrücke. Ich kann hier keine guten... Ja, hier gibt es einen guten Fingerabdruck. Das Wundpulver ist jetzt auf dem Fingerabdruck. Ja, endlich, auf dem Das wird ein sehr guter Fingerabdruck. Jetzt muss ich das Klebeband mit dem... Okay, nochmal ein Fingerabdruck. Damit haben wir zwei und... Ein Mann, der in seinem Quartier... Oberst Bobrov, Milena hier. Ich bin an Bord und hier stimmt so einiges nicht. Was haben Sie herausgefunden? Ich war knapp dran, von Ossip Gerasimov etwas herauszufinden. Dann bin ich leider über seine Leiche gestolpert. Mich hat es auch fast erwischt. Gas.
das zum Löschen von Feuer verwendet wird und ab einer gewissen Dosis tödlich ist. Sie sind keinen Tag an Bord und schon ist jemand tot. Ich konnte es nicht verhindern. Leider. War es ein Unfall? Nein, ich denke nicht. Ich tippe auf einen Offizier. Wir haben in der Zwischenzeit die ganze Mannschaft überprüft. Es gibt nur wenige neue Matrosen. Korabelnikow ist einer davon. Er wurde erst kürzlich auf die Kursk beordert. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum er bestellt wurde. Er war vorher weder Waffenoffizier noch auf einem U-Boot. Er kam direkt aus dem Ministerium. Und noch etwas. Korabelnikow und Kapitän Vladin waren gemeinsam in der Ausbildung. Sie kennen sich schon sehr lange. Ich habe Korabelnikows Kajüte durchsucht. Raten Sie mal, was ich gefunden habe. Was? Waffen, ein Nachtsichtgerät und dieses Militärtelefon, mit dem ich Sie gerade anrufe. Seien Sie auf der Hut, Milena. Danke. Gibt es schon Neues in Sachen Melnikow? War das sein Blut auf dem Messer? Das können wir noch nicht sagen. Die Blutgruppe stimmt aber überein. Das ist kein gutes Zeichen. Nein, und es sollte Ihnen eine Warnung sein. Finden Sie den Mörder und wir haben wieder eine Spur. Wenn Sie können, melden Sie sich in Kürze wieder. Werde ich machen. Okay, was mache ich denn? Das geht doch wieder hin und nimm die Sachen einfach mit. Nein. Nein, das macht keinen Sinn. Im Lüftungsschacht nicht mit mir. Wieder festschrauben. Die Münze passt in die Schraubenschlitze. Ja. Ich lasse die Sachen von Korabelnikow besser noch hier. Gut, also was muss ich wieder hin? Ton. Sparschwein. Wo ist das Sparschwein? Sparschwein existiert nicht mehr. Also muss ich die Sachen wieder in die Box reintun. Und doch nochmal das Gitter abschrauben. Die Münze passt. Dann die Schachtel wieder rein. Und die Abdeckung drauf. Oh, es wird spannend. Die Tür ist versperrt. So. Etwas ist hier anders als vorhin. Ja. Die Medizin stand vorhin noch woanders. Lieber vorerst nichts mehr davon nehmen. Ich würde gerne testen, ob das verändert wurde. Hier unter dem Tisch ist Rattengift. Nein. Die Medizin stand vorhin. Lieber vorerst nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ein Schreibtisch. Nein. Ich habe noch keinen Fingerabdruck von Jegor Sobolev. Was, Jegor Sobolev brauche ich? Ich habe noch keinen Fingerabdruck von... Ist schön, dass alle Schreibtische die exakt die gleichen Schubladen haben. Hier was getan. Kann ich hier eigentlich aufmachen? Ein Kühlschrank. Nein, immer noch nicht. Stuhl. Stuhl, Tisch. Interessiert mich alles nicht. Krankenstation. Oh, Dr. Bakatin ist nicht hier. Hat sich auch... Nichts. Teststreifen. Eine Schachtel mit Teststreifen zur Bestimmung der Toxizität, also der Giftigkeit einer Substanz. Hiermit kann man nach mehreren Inhaltsstoffen suchen. Also gut, nehme ich die gleich und... Auf der Schachtel ist eine Farbskala. Und teste... Dann sehen wir mal. Gleich mal. Der Teststreifen spricht an. LD50. Das bedeutet hochgiftig. Was zum Teufel ist da drinnen? Oho. Jemand muss in meinem Zimmer gewesen sein. Und muss die Medizin ausgetauscht haben.
Deshalb stand sie auch auf einer anderen Stelle. Na, wenn man blöd ist, stellt man es an eine andere Stelle. Okay. Ist da noch was? Der Stuhl interessiert mich nicht. Dann gehen wir mal... Ist er jetzt da? Die Tür ist versperrt. Ja, ich meine, ohne Dietrich hier oder sonst irgendwas komme ich da nicht rein. Gut, jetzt mache ich hier mal einen Cut. Denke ich, ich schaue noch ein bisschen weiter. Warum eigentlich? Waffenkontrollraum, ist da aber jemand oder etwas zu finden? Nein, das Boot ist menschenleer. Leer. Kein Dafür Mensch. Habe ich keine Verwendung. Anwesend. Meine Kajüte, Waffenoffizier, Matrosenunterkünfte. Hat sich auch nichts getan. Der Tisch wird nicht auf. Geht sie jetzt einfach rein? Oder ist Waffenoffizier wieder da? Na endlich. Sie geht einfach wieder rein. Kann ich hier noch irgendwas machen? Aber ich glaube eigentlich nicht. Nein. Luftversorgung. Hat sich auch nichts getan. Freizeitraum. Matrosenunterkünfte war ich gerade. Erster Offizier war ich. Waffenoffizier war ich. Waffenkontrollraum. Vielleicht kann ich hier nochmal mit meinem Oberst telefonieren. Na endlich. Auf mich abgesehen hat. Die Münze passt in. Ja, wissen wir doch. Meine Arme sind zu kurz. Ach komm, dass ich das jetzt jedes Mal ah, so. Ah ja, jetzt. Was zum Teufel hat. Nein. Ich werde es benutzen. Nein. Nein. Ein Safe. Nein, das macht keinen Sinn. Oh, ich hätte da jetzt gedacht, vielleicht. Das ist so Schwarzlicht. Das sieht ja mehr nach Schwarzlicht wie nach Nachtsichtgerät aus. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Also packe ich alles wieder ein. Vielleicht hat es da Fingerabdrücke drauf. Auf der Medizinschachtel. Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Schade. Und auf den Teststreifen? Ich kann hier keine guten Fingerabdrücke feststellen. Wäre ja eine Möglichkeit gewesen, nicht wahr? So. Mach ich mal ein Nickerchen. 5 Minuten Nickerchen? Genau. Vielleicht passiert dann irgendwas anderes. Gar nicht so übel, das Bett. Ich weiß. Gar nicht so übel. Die Türe des ersten Offiziers. Wo ist der zu? Er ist nicht da. Die Tür ist versperrt. Dann klopf halt mal. Das
gerade keiner da. Also jetzt, ich mach mal Pause. Und probieren im nächsten Video weiter.